Heute Morgen gegen 8.40 Uhr ist hier der Fahrer eines Sattelaufliegers mit Mulde aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, ist linksseitig hier durch die Mittelschutzplanken gebrochen und hat dann einen auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden anderen LKW frontal getroffen. Es ist zu einem Zusammenprall gekommen. Die Wucht des Aufpralls hat dann diesen LKW, der auf dem rechten Fahrstreifen fuhr, hier in den Grünbereich geschleudert. Beide Fahrzeugführer sind schwerst verletzt, mit Hubschraubern in ein Krankenhaus gekommen. Die Unfallursachenermittlungen laufen hier zurzeit noch vor Ort. Die A445 Richtung Brilon sowie Richtung Hamm ist zurzeit voll gesperrt und die Bergungsarbeiten und auch die Ermittlungsarbeiten dauern zurzeit noch an. Notfallseelsorger kommen eigentlich auch an solche Unfallstellen, um unter anderem auch Zeugen, Augenzeugen des Unfalls entsprechend zu unterstützen, zu versorgen. Das ist ja auch wichtig, weil das ist ja kein alltägliches Bild, so ein Zerstörungsmaß und eventuell auch, wenn man verletzte Personen sieht, da ist es schon ganz gut, wenn man dann jemanden hat, der da professionell geschult ist und sich dann in dieser Menschen annehmen kann. Es kommt glücklicherweise nicht alltäglich vor, aber es kommt vor und es ist sehr, sehr oft auch mit ganz, ganz viel Glück verbunden, dass nicht mehr passiert. Aber es gibt auch, ich sag mal, entsprechend Unfälle, die dann ein verheerendes Ausmaß annehmen. Das ist durchaus, ich sag mal, im Erfahrungshorizont eines jeden Polizisten, zumal der Kollegen, die auf den Autobahnen Dienst tun. Diese Unfallstelle wird hier noch eine Zeit lang in Anspruch nehmen, daher werden beide Fahrtrichtungen noch für geraume Zeit gesperrt sein. Wir werden aber uns darum bemühen, dass wir hier den Verkehr, der zurzeit hier direkt hinter der Unfallstelle sich zurückstaut, zurückzuführen und so schnell wie möglich hier auch wieder die Fahrbahn für den Verkehr zu öffnen. Rückführung bedeutet, dass die Verkehrsteilnehmer, die hinter einer Unfallstelle stehen, unter Begleitung der Polizei entgegen der Fahrtrichtung zur nächsten Anschlussstelle fahren und dort dann die Autobahn verlassen können. Aber ich betone nochmal, in Begleitung und auf Anweisung der Beamten vor Ort, nicht auf eigene Faust. Die andere Seite noch zwei Stück.